Der Schlaganfall ist der Überbegriff für auf der einen Seite eine Durchblutungsstörung und auf der anderen Seite eine Hirnblutung. Am häufigsten sind die Durchblutungsstörungen, wo ein Blutgefäß verstopft, das Hirngewebe nicht mehr mit Blut versorgt wird und zugrunde geht und dann eben ein großer Schlaganfall, ein Hirninfarkt entsteht. Bei der Hirnblutung kommt es entweder durch einen zu hohen Blutdruck dazu, dass ein Blutgefäß zerreißt und das Blutgefäß sich dann in das Gehirn ergießt. Das kann sehr gefährlich sein, weil das Blut das Hirngewebe zur Seite drückt und es ist eine potenziell auch tödliche Erkrankung. Eine andere Ursache für eine Hirnblutung ist eine sogenannte Aneurysmablutung, das heißt eine Gefäßaussackung zerreißt und muss dann entweder von den Neuroradiologen mit einem Mikrokatheter oder aber den Neurochirurgen mit einem Clip versorgt werden. Grundsätzlich hilft alles, was zu einem gesunden Lebensstil gehört. Das bedeutet viel sich bewegen, Sport treiben, das bedeutet gesund essen, Stichwort mediterrane Kost. Und das bedeutet vor allem, dass wenn Risikofaktoren für eine Gefäßerkrankung vorliegen, also zum Beispiel ein hoher Blutdruck oder eben auch erhöhte Blutzuckerwerte, ein Diabetes mellitus oder auch stark erhöhte Blutfette, dass diese ordentlich vom Hausarzt behandelt werden. Schlaganfallsymptome muss man immer ernst nehmen. Wenn Schlaganfallsymptome auftreten, bedeutet dies, dass ein Hirngefäß verschlossen ist und dann ist Time Brain. Das heißt, je länger die Durchblutungsstörung anhält, desto schwerwiegender kann ein möglicher Schaden sein. Wenn also typische Schlaganfallsymptome auftreten, wie zum Beispiel eine Halbseitenlähmung, eine Sprachstörung, ein akuter schwerer Schwindel oder auch eine Sehstörung, dann muss man sofort die 112 anrufen und sagen, dass man den Verdacht auf einen Schlaganfall hat.